Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Community Rot. Hier, ja, anscheinend haben wir Dratini. Das ist cool. Ich mag Dratini. Finde ich gut. Bestimmt aus der Spielhalle oder so. Wo bekommt man sonst Dratinis her? Ist das aus der Spielhalle? Gibt es da gibt es doch Dratini in der Spielhalle. Wo gibt es denn sonst noch Dratini zu fangen wild? Ich weiß das gar nicht. Naja, jedenfalls haben wir was hat Pikachu für einen Spitznamen bekommen? Sehr schön. Ach, hier sind wir. In einem Zoo. Schön. Na gut. Level, wie viel ist Pikachu? 24, okay. Dann können wir es ja bald entwickeln. Soweit ich weiß, lernt es auf Level 26 Donnerblitz. Und ich glaube, das sollten wir eben noch lernen lassen. Und dann können wir es ja schon entwickeln. Ja, ich denke, ich gehe jetzt einfach mal in die Safari-Zone, wo ich schon mal hier bin. Da können wir ein bisschen Pokémon fangen. Hallo? Ein Parasect. Na, das passt doch. Ich beschleunige das Fangen mal, weil das ja immer so ewig dauert. Okay. Es ist geflüchtet. Nein, das hätte mal ein Parasect werden sollen. Hallo, ein Nidorina. Ich mag Nidorina gar nicht. Ich will das gar nicht fangen. Das war natürlich klar. Nein, ich will ihm keinen Spitznamen geben. Ich will Nidorina nicht. Wenn, dann Nidorino, aber kein Nidorina. Oh, ein Rihorn. Oh, das ist cool. Ich hätte gerne ein Rihorn im Team. Ja! Oh, wow, das ist gut gelaufen, dass das gleich aufgetaucht ist. Dafür bin ich in die Safari eigentlich auch gegangen. Oh, Rihorn. Damit wir ein gutes Boden-Pokémon haben. Mit Tackle kann es sogar Hochhäuser zum Einsturz bringen. Cool. Ja, natürlich geben wir unserem neuen Teammitglied einen Spitznamen. Und zwar, weil ich so kreativ bin, werde ich ihm einfach den gleichen Spitznamen geben wie meinem Competitive Rihornior oder Rizaros. Ich weiß gar nicht, wie es. Und zwar Kiesel. Ah, schön. Schon was Produktives gemacht. So, hier ist noch ein Parasect. Okay, ich probiere das nochmal. Das muss ja... Okay, es funktioniert. Es funktioniert. Komm schon. Lass dich fangen. Wenn ich schon hier bin, dann muss ich doch was fangen können. Und ich habe nur 20 Bälle übrig. Die werde ich auf jeden Fall benutzen, alle. Yes. Ja, ich möchte ihm einen Spitznamen geben. Nur Nidorina hat keinen bekommen, weil Nidorina doof ist. Das war dumm. Ich kann nicht mal mehr richtig schreiben. Oh, das dauert aber auch. Pilzchen. Ich finde das ein guter Name. Was gibt's noch? Wow, ein Sichlor, cool. Na, wirst du mein Freund werden, Sichlor? Anscheinend nicht. Anscheinend ist es sofort geflüchtet. Dich habe ich schon. Da soll noch mal jemand sagen, ich fange keine Pokémon. Ich habe jetzt schon 3 gefangen in dieser Folge. In den ersten 3 Minuten. Ich finde, ich bin sehr produktiv. Jetzt komm schon, lass dich fangen. Okay, es ist geflüchtet. Da nicht. Funktioniert in dieser Generation eigentlich noch der Trick, dass man sich einfach so drehen kann und das zählt nicht als Schritt, wenn man sich nur so im Gras dreht? Weil da kommen ja trotzdem Pokémon. Aber in der ersten Generation hat das damals nicht als Schritt gezählt, wenn man sich nur so gedreht hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das immer noch so ist. Gefangen! Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich bin sehr kreativ mit Spitznamen. Das ist so ähnlich wie Pupsi. Weil es ja ein ähnliches Pokémon wie Pupsi ist. Deswegen heißt es Plüschi, weil es so plüschig ist. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich habe noch 12 Pokébälle. Vielleicht könnte ich mal in einen anderen Teil gehen. Aber ich will erst noch... Oh, okay. Ich fange wohl doch kein Over. Oh, ein Nidorino. Komm schon. 1, 2, 3. Ja. Ach, schön.
Ich möchte ihm einen Spitznamen geben. Ich glaube nicht. Ich bin zu unkreativ heute für Spitznamen. Okay, ich gehe jetzt mal in einen anderen Teil. Vielleicht findet man da ja andere Pokémon. Ah, super. Vielleicht noch ein gutes anderes Pokémon. Oh, dich hatte ich noch nicht. Ich habe noch 8 Pokéball. Ja klar, sofort flüchtet das. Wow. Ein Kangama. Cool. Aber ich glaube nicht, dass wir das fangen werden. Ja. Blödes Ding. Zieht mich und flüchtet sofort, nachdem ich einen Pokéball geworfen habe. Das ist ganz schön übertrieben von ihm. Ein Obai. Komm schon, diesmal fange ich dich. Ja. Jetzt lass dich doch fangen. Ich habe nur noch 4 Bälle übrig. Obai. Obai. Okay. Ah, lesser Ball. Na. Das ist keine Safari-Bälle mehr. Game over. Okay. Ja, war super erfolgreich. Na gut. Ja, ich möchte Zerschneider ansetzen. Haben wir eigentlich schon Surfer? Jetzt, wo ich einmal durch diese... Aber ich glaube schon. Ja, klar haben wir schon Surfer, wenn wir hier sind. Surfer und Stärke, beide schon abgeholt. Hätte ich vielleicht mal davor nachgucken sollen. Aber ist ja alles gut gewesen. Na dann. Gehe ich mal Rihornions Team holen. Tun. Was auch immer. So. Und wenn wir jetzt Dratini haben, dann brauchen wir ja nicht mehr lange Tic-Tac. Dann haben wir ein neues Pokémon, das fliegen kann. Oh, Pupsi, du armes Ding. Meine ganz neuen Mini-Pil... Es hat ein Item. Na, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte sein Item nehmen. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, fürs Erste werfen wir mal das hier raus. Denke ich mal. Gut. Gut, gut. Mal sehen, was wir für VMs haben, die es lernen kann. Stärke wird es auf jeden Fall lernen. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Oh, es hat schon 4 Attacken. Was verlerne ich? Routenschlag. Schwupp. Und Maschine bereit. Das sieht so blöd aus, wie die Attacken erlernt werden. Ganz schön blöd sieht das aus. Okay, was haben wir denn noch? Kugelsaat. Gigasauger. Schaufler, Schaufler. Ja. Schaufler ist gut. Baloui kann Schaufler lernen. Ernsthaft? Tutok kann Schaufler lernen. Gut zu wissen. Ja, Schaufler kann es jetzt so lange, bis wir Erdbeeren bekommen und dann... Ja. Felsgrab hat das immer nur eine 80%ige Trefferchance, auch in den späteren Teilen. Kann mich gar nicht erinnern. Jedenfalls fliege ich jetzt erstmal und hole für Pikachu den Stein. Auch wenn ich es jetzt noch nicht entwickeln werde. Aber ich hole jetzt erstmal den Stein für Pikachu. Ja, flieg. Ach, das ist so schön, wenn man das einfach so ein bisschen beschleunigen kann. Auf der ersten Etage ist es jedenfalls nicht. Hier, hallo? Hallo, ich habe Pokémon kürzlich durchgespielt. Du bist noch nicht so weit. Vielleicht hilft dir das hier. Ich denke an die Attacke Konter. Ja. Also. Ah, der bringt mir jetzt direkt Konter bei. Ich denke mal nicht. Gerade jetzt zumindest. So, das war der falsche Typ. Bist du der Richtige? Ja. So. Oh, wow. Wir haben irgendwie nicht so viel Geld. Wo ist das ganze Geld übrig? Wo ist das ganze übrige Geld hin? Hatten wir... Ich glaube, wir haben zu viel wenig Arenen gemacht. Ich denke nicht, dass inzwischen jemand noch eine Arena gemacht hat, seit wir... Seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, das... Dann gehen wir doch gleich mal... Ups. Nach drüben. War schon jemand bei Team Rocket? Ist hier Team Rocket? Ja. Yeah. Gut, dass hier noch keiner drin war. Leute. Leute. Ha. Okay. Na, Katze, du darfst jetzt nicht... Ich kann dich jetzt nicht streicheln. Komm und geh von meiner Tastatur. Vielen Dank. Gut, dann gehen wir doch mal hier rein. Ah. Ich weiß gar nicht, wie das von der Story her ist. Ob man zuerst unten die Arena macht oder ob man zuerst hier reingeht. Hey, Bike, was machst du hier? Nix. Ich hab mich verlaufen. Wo ist das Klo? Goldbein Level 25. Okay.
Donnerschock. Oh, macht das wenig Schaden. Boah, das hat es einfach fast gewonnen-hittet mit nur einem Level-Unterschied. Krass, krass, krass. Kann Flausch ja eigentlich inzwischen eine Feuerattacke? Das ist ja jetzt schon 5 Level gestiegen. Das wäre nicht schlecht. Ja, yeah, Level up. Drachenwut, Drachenwut, Drachenwut. Auf Silberblick kann immer gehen. Das ist Drachenwut immer besser als Silberblick. Drachenwut gelernt. Und noch ein Level up. Wow. An das nächste ein Zubat. So, wir können ja Pikachu noch ein bisschen leveln. Boah, was? Wie viele Pokémon hat der? Auf welchem Level ist denn das hier? Muss ich doch zuerst die andere Arena machen? Es lohnt sich eigentlich kaum auszuwechseln für diese niedrigen Level. Boah, seht ihr, wie wenig XP das nur gegeben hat? Ich habe gerade gelesen, der Team Rocket-Typ hätte einen Superball geworfen, aber der ist daneben gegangen. Ich war kurz ein bisschen verwirrt, bis ich auf die Idee gekommen bin, dass das vielleicht nicht Superball heißt, sondern Superschall. Was irgendwie mehr Sinn macht als Superball. Ja. Ich habe ja auch in der ersten Generation immer erstmal angefangen. Das erste Mal, als ich das Spiel gespielt habe, ja, war ich so böse und habe versucht, fremde Pokémon zu fangen. Aber ich glaube, das hat auch wirklich jeder versucht, oder? Jeder hat auch sicher versucht, als er das erste Mal Pokémon gespielt hat, ein Pokémon von einem anderen Trainer zu fangen. Gebt es ruhig zu. Also ich habe es versucht. Ja. Ich habe es versucht. Ich bin ein Versager. Ja. Ja, sehr richtig. Meine Pokémon sind jetzt schon fast down. Gut. So, Pikachu braucht jetzt noch ein Level. Oh nein, das war ja die Teleporter-Kacke. Mann. Hallo? Ich bin einer der 4 berüchtigten Rocket-Brüder. Cool. Ich bin Miri. Okay, Smogmog. Hat es ernsthaft Explosion eingesetzt? So ein blödes Mistding. Aber Pikachu hat schon fast ein Level-Up. Jetzt hört ihr bitte auf mit der Finalkacke. Ich kann eigentlich gar nicht mehr auswechseln, weil ich sonst down gehe sofort. Aha. Super, jetzt darf ich erstmal heilen gehen, weil der die Hälfte von meinem Team ausgeschaltet hat, indem er... Was ist gerade passiert? Indem er Finale eingesetzt hat. Der gemeine Kerl. Das ist ja nicht mehr witzig. Ja, bla bla bla. Ich komme bestimmt wieder vorbei. Spätestens das nächste Mal, wenn Team Rocket kommt und nur Finale mit seinen Pokémon einsetzt. Was auch immer ihm das genau gibt. Oh, Katze, nein! Du bist eine böse Katze auf dem Boden. So. Hör endlich auf, uns zu nerven. Oh, ihr kennt mich schon. Wie schön. Kennen wir uns? Ich kenne dich nicht. Tut mir leid. Tick-Tack. Au. Was kommt als nächstes? Ich hab's nicht gelesen. Mew? Oh, ein Hypno. Okay, cool. Der hat tatsächlich ein Hypno. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Oh, das ist sehr effektiv, macht aber gar keinen Schaden. Ach du Kacke. Aber es hat ja funktioniert. Und ich denke, das reicht es auch für ein Level-Up. Genau. So. Und wir verlernen, ich denke, Slam. Allein, weil es nur 75%ige Trefferchance hat. Das ist schon echt kacke. Ein bisschen. So. Warum habe ich eigentlich Fliegen nicht schon davor eingesetzt? Ich weiß es nicht. Gut, dann werde ich jetzt in meiner Folge noch mein Pikachu entwickeln, das ich selbst gefangen habe, ja? Selbst gefangen. Wo ist es denn? Donnerstein. So. Donnerstein wurde verwendet bei Pikachu mit einem seltsamen Spitznamen. Hey, es entwickelt sich. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ja, ja. Das dauert aber auch ewig, diese Entwicklung. Es wurde zu Raichu. Okay. Gut. Eine sehr erfolgreiche Folge, finde ich. Ich tue jetzt mal Rihornio nach vorne, dass der nächste dann seinen
Spaß damit hat. Hörst du auf zu fauchen neben mir, Katze? Du bist eine böse Katze. Oh, ein Item. Ich wollte nur gegen einen Typ kämpfen, damit ich meinen Rihornio zeigen kann. Hallo, kämpfst du gegen einen? Damit ich meinen Rihornio... Bitte! Naja, aber ich würde sagen, ich beende hier, der will auch nicht kämpfen, die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, schaltet morgen bei dem nächsten, der aufnimmt, ein. Auf jeden Fall. Und ansonsten ist unten der Link in der Playlist. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss!